Ja, das ist das Problem bei Leuten, die Zuschauer haben. Die müssen planen und ihren Zuschauern erklären, was sie vorhaben. Ich spreche hier eigentlich nur mit mir selbst und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich das hier freiwillig ansieht. Und wir haben hier etwas gefunden. Es ist schön, ich habe gerade China gefunden, aber ich habe keine Möglichkeit mit ihm. Gut, was haben wir als nächstes? Die große Bibliothek, die haben wir jetzt schon entschieden, die lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Aber der große Leuchtturm hilft mir viel, weil wir befinden uns am Meer und ich muss schauen, dass ich so schnell wie möglich weiter wachsen kann. Was jetzt aber schön ist, dadurch, dass wir das jetzt entwickelt haben, kann ich hier eigentlich den nächsten Deck Angriffe bereits in, also Entwicklung bereits in Angriff nehmen. Und zwar mein nächstes Ziel ist eigentlich, sobald ich den Ziele gebaut habe, ist Stonehenge. Weil Weltwunder, die lohnt sich einfach und ein großer Ingenieur hilft mir, wenn ich später weitere Weltwunder bauen möchte. Und danach werde ich wahrscheinlich Frachter entwickeln, weil ich jetzt einfach am Punkt bin. Da ich China gefunden habe, lohnt es sich langsam. Ihr habt die Bronzeverarbeitung entdeckt. Lohnt es sich jetzt einfach zu handeln, weil dann kann ich mit China Waren tauschen. Das ist schön. Ja, auch China hat sich scheinbar auf eine kleine Insel verrannt. Auf eine sehr kleine Insel. Aber er hat bereits ein relativ großes Städtchen hinbauen können. Also er scheint mehr Platz einzunehmen als meine Stadt.
Dafür werde ich jetzt gleich meine zweite Stadt bauen. Was er vermutlich auch schon getan hat, sehe ich gerade. Das ist nicht nur das Weltwunder, das ihn von uns unterscheidet. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mit China Dinge besprechen. Das Problem ist, dass Chana Brother gerade bei China drin sitzt. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis Chana Brother weg ist, weil ich kann ja nicht mit Chana Brother diskutieren. Channel switched. Guten Tag. Seien Sie gegrüßt, werter Herr. Mit wem habe ich denn die Ehre? Wie heiße ich denn? Shinji Schneider von den Irokesen, wie Sie an meiner hübschen Frisur sicherlich erkennen können. Ja, das ist doch eindeutig. Diese langen Haare so hoch aufgebaut. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Zwar noch nichts gesehen persönlich, aber viel gehört. Ja, ich lebe weit weg auf einer kleinen Insel, ganz für mich alleine. Mir geht das ähnlich. Ich wollte euch anbieten, meine Botschaft anzunehmen, damit wir in Zukunft eventuell enger zusammenarbeiten könnten. Nun, eine Botschaft ist doch sehr schön für einen guten Austausch zwischen den Völkern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihre Mitglieder Ihrer Stämme bei mir begrüßen dürfte. Und ich bin sicher, dass auch Ihr Volk gerne von meinem Volk etwas lernen möchte. Wir haben übrigens eine sehr hübsche, große Bibliothek. Da ist jeder gerne eingeladen. Ich habe die Bibliothek schon von sehr weitem gesehen. Sie ist in der Tat sehr eindrücklich.
Leider, leider können wir damit noch nicht so mithalten. Wir wurden in unserer Entwicklung leider von unkultivierten Barbaren aufgehalten. Und ich hoffe, dass ein gemeinsamer Austausch denn noch etwas bringt. Ich muss mich auch wieder anderen Dingen zuwenden, denn das auch mein, auch wenn unser Reich klein ist, ich gehe davon aus, auch ihr Reich regiert sich nicht von alleine. Da muss ich zustimmen. Und das kleine Reich wird hoffentlich auch um einiges größer werden. Ja, gut, dann erleben Sie viel Wohl und viel Erfolg. Danke gleichfalls. Channel switched. So, das war jetzt interessant. Und da ich jetzt höflich bin, blende ich den Teil aus, bei dem die anderen, bei dem ich sehe, wer bei wem ist, weil das wäre ja sonst cheaten. Götterpantheon zu verehren. So. Das war unser erster Kontakt mit einem der anderen Spieler. Das war China Tiger, der, wie wir wissen, als Äthiopien spielt. Äthiopien, haben wir ja schon gesagt, ist darauf konzipiert, eher wenig Städte zu haben. Das Schöne ist jetzt, da wir alle auf Inseln sitzen, könnte sein Plan nach hinten losgehen, eher auf Defense und Science und Wissenschaft zu bauen, weil wir können nur gewinnen, wenn wir alle anderen Völker ausschalten. Und das haben wir schon geregelt. Mit sich auf einer Insel verstecken, gewinnt man keine Kriege. Man überlebt sie relativ lange, aber man gewinnt sie nicht. Und wir haben die Antarktis entdeckt. Yay! Ich muss ja sagen, mein Ziel für dieses Spiel ist es jetzt eigentlich, also mein Spiel für die ersten 6 Runden ist es jetzt eigentlich, dass ich meine zweite Stadt bauen kann, bevor das Ganze fertig ist. Vor allem mehr Städte heißt auch schnellere Entwicklung. Und das ist im Moment ganz, ganz wichtig, um vorwärts zu kommen. Was ihr aber seht, mein Volk ist extremst glücklich und ich habe keine Lust mehr alleine zu forschen, also zu erkunden. Deswegen überlasse ich das jetzt meiner kleinen Trähre hier ganz allein. Und wir haben New York entdeckt. Das wäre Kamisin, wenn ich mich nicht allzu sehr irre. Das heißt, sobald ich meine Siedler in 5 Runden gebaut habe, kann ich sie hierhin platzieren und dann habe ich einen direkten Nachbarn, den ich ganz, ganz, ganz genau im Auge behalten darf. Was mich gerade irritiert ist, warum sie New York nicht direkt am Meer platziert hat. Das wird einen Grund haben, aber erschwert es natürlich, vom Meer aus anzugreifen. Vermutlich ist das der Gedankengang dahinter, dass wenn sie nicht direkt am Meer ist, kann sie nicht vom Meer angegriffen werden.
Ich werde natürlich meine Stadt am Meer bauen müssen, weil sonst kann ich nicht auf den Fisch zugreifen. Es sei denn, und diese Möglichkeit besteht natürlich, dass ich ein Arbeitsboot von hier, von Onondaga, rüber dann zu meiner nächsten Stadt schicken werde. Apropos Schiff, wo treibt sich unsere Trier rum? Die hat es sich hier unten bequem gemacht, was natürlich ein absoluter Blödsinn ist. Da bringt sie mir nichts. Felinismus. Also wir wissen jetzt, Playful Bloody Kitten hat sicher schon eine zweite Stadt. China muss jetzt auch eine zweite, dritte Stadt gebaut haben. Also, wir sehen uns, meine Gegner oder Freunde, wir wissen es noch nicht, haben ziemlich aufgepusht. Und es wird langsam Zeit, dass ich nachhole. Gut, wir kommen vorwärts. Ich denke, im nächsten Spiel, weil dieses Spiel ist jetzt fast rum, im nächsten Spiel werden wir es dann endlich schaffen, unsere zweite Stadt zu bauen. Ich bin bereits sehr gespannt. Ihr könnt es auch sein. Vor allem habe ich keine Ahnung, wie die Stadt heißen wird. Wird einen indianischen Namen tragen, denke ich mal. Jetzt dauert es nur noch eine Runde, bis wir unsere ersten Siedler gebaut haben. Wie ihr wisst, habe ich bereits alle Barbaren von meiner Insel vertrieben. Wir müssen also keine Angst haben, dass uns von denen einer in die Quere kommt. Was aber noch spaßig werden könnte, ist natürlich einer der anderen Spieler. Und wenn uns schon dieser hübsche Ort empfohlen wird, dann gehen wir da natürlich auch gleich hin. Das Gute ist, sobald ich diesen Teil der Insel erreiche, werde ich hoffentlich in der Lage sein, eine diplomatische Verbindung zu New York aufzubauen, was sehr praktisch wäre. Da ich dann schon bereits mit zwei Spielern in Kontakt getreten wäre.
Das Schöne ist, jetzt kann ich mir natürlich generell ein paar Infos reinziehen. Was ich machen könnte eigentlich, ist anstelle vom Stonehenge, das ich momentan produziere, könnte ich natürlich auch versuchen, einen Frachter jetzt schon zu produzieren. Aber ich bin in der Hinsicht ehrlich, wir haben es vorhin bei China gesehen, er hat nicht wirklich etwas anzubieten an Ressourcen, oder ist noch nicht so weit entwickelt, dass er es könnte. Er holt sich im Moment zwar gerade Pelz, er verfügt aber noch nicht mal über die Steinmetzkunst, um Marmor abzubauen. Also er hat sich wirklich sehr darauf konzentriert, schnellstmöglich ja, die Bibliothek zu entwickeln und scheint ein bisschen den Rest ignoriert zu haben. Auch wenn er momentan führt, das heißt nicht, dass er... Entschuldigung. Heißt das natürlich nicht, dass er nachher auch wirklich eine Bedrohung darstellen kann. Ganz im Gegensatz zu mir, der keine Ahnung hat, was er hier macht. Aber hey, ich geb's zu. Und mir wurde vorhin der Kakao empfohlen. Und ebenfalls... In der nächsten Runde wird hier eine Stadt gebaut. Direkt rechtzeitig für die letzten 20 Minuten des Spiels.